gemeinsam diese Dinge weiter abzuklopfen. Das ist schwierig, weil man immer bekommt, ehemaliger Energieminister, tolle Funktionen alle bisher in der Hierarchie, alles wunderbar. Und trotzdem muss ich sagen, bleibt bei mir immer so ein Rest Magengrummeln. Und das werde ich auch nicht loswerden, bis wir wieder richtig mit möglichst mehreren, zumindest mehreren hundert Menschen auf der Werft in Wismar, auf der Werft in Rostock Schiffe bauen. Erst dann, glaube ich, kann man sagen, ja, es geht vorwärts und wir kommen hier wirklich voran. Wenn ich sage, dass der Herbst schwieriger wird, dann will ich das gleich verbinden mit meiner Aussage, wir brauchen ganz dringend in Berlin tatkräftige Menschen, die Mecklenburg-Vorpommern vertreten, die auch über die notwendige Erfahrung den Hintergrund verfügen, um Probleme wirklich nicht nur zu benennen, sondern auch Lösungen aufzuzeigen. Und es wird Sie nicht sehr verwundern, dass ich der Meinung bin, dass Dietrich Monschert auf dieser Strecke einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Wir haben unsere Liste geschlossen, wir haben das Vertrauen in Dietrich Monschert, was diesen Wahlkreis setzt, was diesen Wahlkreis betrifft, gesetzt. Und wir werden ihn kräftig unterstützen, dass er diesen Weg auch schafft. Es wird hier schwierig. Er hat, wie man sieht, sehr faire, sehr klare und deutliche politische, geht mir das Wort, geht mir jetzt ein bisschen schwer mit den Lippen, weil ich glaube, Konkurrenten, so ist es richtig, weil wir uns hier vernünftig miteinander bewegen. Das ist, glaube ich, auch gut so. Gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise, finde ich, gehört es dazu, dass man sagt, natürlich bewerben wir uns um bestimmte Ämter und bestimmte Funktionen, aber deswegen hassen wir uns nicht und deswegen können wir auch durchaus miteinander arbeiten. Das gebietet der Anstand und das gebietet die Sache. Und insofern wünsche ich alles Gute, viel Erfolg, Stehvermögen. Ich weiß ein bisschen, wovon man da redet und will meinen Teil dazu beitragen, dass das vorhaben wird. Alles Gute. Ich denke, auch etwas Stehvermögen kann man dort gut gebrauchen. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte, herzlichen Dank für die Unterstützung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich sehr und begrüße auch meine Parteifreundinnen und Freunden, die Freunde, die hier so zahlreich erschienen sind. Ich denke, an Anfang einer Ansprache zu der Eröffnung eines Wahlkampfbüros gehört Dank. Ich darf Dank sagen all denen, die mich bis hierher heute unterstützt haben. Ich denke, wir haben eine Menge geleistet auf verschiedenen Ebenen. Wir haben einige Dinge vorbereitet, die Sie hoffentlich zukünftig überraschen werden. Wir haben vor allen Dingen, deswegen treffen wir uns heute hier, dieses Wahlkampfbüro auf die Beine gestellt. Dir, Uli, nochmal herzlichen Dank. Und du bist sicherlich auch so nett und richtest dem Eigentümer dieses Hauses, Herrn Andres, meinen Dank aus. Herr Andres vertritt die Mettmann-Stiftung und hat sowohl für den Kommunalwahlkampf als auch jetzt für den Bundestagswahlkampf bis Ende September dieses Büro zur Verfügung gestellt. Wir sind hier in exponierter Lage und können mit diesem Standort, mit diesem Büro sehr gut mit dem Wähler und dem Bürger ins Gespräch kommen. Und wir haben auch schon festgestellt, wenn ich meine Unterstützer mal ansprechen darf, dass das in den letzten Tagen sehr intensiv wahrgenommen wurde und sehr intensiv genutzt wurde. Ich freue mich sehr, Acker, dass Sie den Weg hierher zu uns gefunden haben. Wir hatten uns verabredet, einen fairen Wahlkampf, einen fairen Wettstreit uns zu liefern. Ich greife das gerne auf. Wir werden versuchen, auch in einigen Podiumsdiskussionen, wir haben einige Termine schon vereinbart, die politischen Vorstellungen auszutauschen. Sie haben andere als ich. Sie sind mir nicht böse, wenn ich sage, ich möchte diesen Wahlkreis direkt gewinnen. Da steht Ihnen nichts fest im Weg. Aber die Mehrzahl der Anwesenden wird mich sicher in diesem Bemühen nachhaltig unterstützen wollen. Trotzdem finde ich es toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ja, meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, liebe Gäste, was haben wir vor? Also nach der Eröffnung heute werden wir am nächsten Dienstag das Wahlkampfbüro in Hagenow für den Landkreis Ludwigslust eröffnen. Ich hoffe, mit ähnlichem Zuspruch. Der Landesvorsitzende ist natürlich auch dort herzlich eingeladen. Sie wissen, Ludwigslust ist im Augenblick schwer gebeutelt, was Funktionsträger der CDU angeht. Wir sind da noch mehr als in Schwerin auch auf jede Unterstützung angewiesen. Natürlich sind alle anderen auch herzlich eingeladen, auch an der Wahlkampferöffnung in Ludwigslust teilzunehmen.
Was werden wir weitermachen? Sie sehen alle das Plakat mit unserem Wahlkampfslogan. Viele haben mich gefragt, ob es ein Rasenmäher ist. Ich darf Ihnen versichern, es ist kein Rasenmäher, sondern es ist ein alter Trecker. Der Herr Seidel, wenn Sie sich erinnern, schon mal, was aus meiner Sicht zu entsprechender Berühmtheit gekommen ist und uns, ich denke, auch Glück gebracht hat. Deswegen haben wir ihn auch wieder aus der Scheune geholt, wenn ich das so sagen darf. Wir haben in Ihrem Landtagswahlkampf mit dem Trecker mal eine Runde beim Berliner Platz gemacht. Es gab dann die entscheidenden Bilder in der Tagesschau in der ARD. Uns hat dann dazu geführt, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Und daher denke ich, seid ihr mir alle nicht böse, wenn ich sage, der Trecker ist der Talisman, den ich brauche, um auch Herrn Hacker hier zu schlagen. Ja, wenn man so einen Talisman hat, so einen Trecker hat, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie setzt man ihn ein. Wir haben uns einen Kremser besorgt und werden gerade im ländlichen Bereich in Ludwigslust mit Trecker und Kremser alle Städte, alle Veranstaltungen, alle Dörfer besuchen. Leider habe ich nicht ganz so viel Zeit wie Sie. Wir werden erst im September damit anfangen können. Aber in der harten Wahlkampfzeit, in der Endphase, werden wir mit diesem Trecker dann versuchen, entsprechende Werbung vor Ort auch in der Fläche zu machen. Was bleibt mir noch zu sagen? Wir wollen heute den Wahlkampfauftakt feiern. Wir wollen ein ESC Bier trinken. Ich bin einer der wenigen, der ziemlich genau sagen kann, was Dietrich Mohnstadt kann. Wir haben so manchmal in unserer beruflichen Tätigkeit zusammengearbeitet. Wir standen sogar mal zusammen als Anwälte vor Gericht. Nicht gegeneinander, sondern natürlich auf der gleichen Seite, wie sich das gehört. Was er kann, und das, glaube ich, wird ihm auch helfen, wenn er es schafft, in den Bundestag zu kommen. Er kann Interessen der Region vertreten. Er ist überzeugend und er ist nicht zu verbiegen. Und das ist in der Politik, ich glaube, das können wir alle von uns sagen, das ist das Wichtigste. Dass man eine bestimmte Vorstellung von dem hat, was man erreichen will und dass man Versuchungen widerstehen kann und sich nicht verbiegen lässt. Das ist der Vorteil, wenn man wie er aus einem ordentlichen Beruf kommt, in die Politik geht und nicht alles machen muss, was andere von einem verlangen. Ich habe das immer gesagt, dass das ein Vorteil ist, dass man auf seinem eigenen Boden steht und nicht abhängig ist davon, dass Politik das gesamte Leben ist. Ich bin ein schlechtes Beispiel dafür, weil ich viel zu spät aufhöre, denn ich werde erst mit 70 aufhören, nämlich in 2 Jahren. Also jetzt sagt Frau Munster zu mir gleich, ich sehe aus wie 65, das ist nett. Ich wünsche dir, Dietrich, nee, ich wünsche dir nicht, sondern ich sage dir zu, dass wir dich mit aller Entschiedenheit unterstützen, weil wir brauchen solche Leute in der Berliner Politik, die genau diese Eigenschaften mitbringen. Du kommst aus der Praxis, du redest nicht über Dinge, die du von Hören und Sagen hast, sondern du redest über Dinge, von denen du etwas verstehst. Das ist ganz wichtig, das ist in der Politik nicht selbstverständlich, wie wir alle wissen. Und ich wünsche uns, dass wir hinterher sagen können, wir haben alle unseren Teil dazu geleistet. Und ich sage eins, ich habe jetzt ein paar Jahre so, wenn ich zurückgucke, eine so günstige Chance, Herr Hacker, hatten wir nie. Hatten wir nie. Ich habe mal gesagt, Sie sind doch so schön auf der Landesliste abgesichert, was müssen Sie sich eigentlich bemühen? Er ist auch auf der Landesliste abgesichert. Wir werden euch, ja, wir werden euch aber den Kampf nicht ersparen können und uns auch nicht. Und das gehört dazu, dass das fair ist. Und ich bin ganz sicher, Dietrich, du musst nach Berlin, das ist deine Bestimmung und wir werden daran wirken. Und ich bin ganz, ganz stolz, dass ich so viele von der Jungen Union heute Abend sehe. Du hast ein gutes Team zusammengekriegt. Glückwunsch dazu. Und wir Älteren werden genauso viel tun. Und dann gucken wir mal, ob die Jungen oder die Älteren am Ende mehr keuchen, schwitzen und miteinander feiern können. Wenn wir das miteinander geschafft haben, Dietrich, dann hast du es auch geschafft. Ich drücke dir die Daumen. Die 20. Die